Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part sind wir hier mehr oder weniger hingesprintet zu dem guten Dungeon und haben auch einen der Jäger getroffen, den wir kalt gemacht haben. Wir wieder ein bisschen raus aus der Steuerung. Wir haben Story Mode von Kirby durchgespielt. Guckt gerne vorbei. Sollte zu dem Zeitpunkt schon komplett. Nee, nicht. Oh. Wann haben. Nee, ich glaube nicht ganz. Morgen sollte der letzte Part kommen. Irgendwie so. Ist auch egal. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier den Dungeon, weil wir haben ihn ja bis jetzt nur aktiviert. Und was ihr macht, ist, ihr aktiviert das hier, den Abo-Button. Da freuen wir uns sehr. Und Like-Button auch und Kommentieren auch und Sachen. Und ihr tretet in unserem Discord bei und Flo sagt auch mal was. Hallo. Willkommen, okay, auf der dunklen Seite der Macht. Weg. Aber passt alles. Guck mal, hopp, hopp. Oh, es ist wieder kämpfen. Mutprobe, leicht. Das heißt, kann wieder schreien hieß, aber im letzten Part habe ich es wahrscheinlich schon vorgelesen. Ja, hast du. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, dass du es vorgelesen hast. Ja, das ist es, das. Jetzt kommt ein Kampf und das gibt's mit leicht, mittelschwer, ultraschwer und ja. Und du hast ja im letzten Part gelernt, wie man kontert, ausweicht. Oh, der hat schon mehr. Warte mal. Ich glaube, das ist schwerer, als du denkst. Was stand da? Oh nein. Ich glaube, das ist noch schwerer. Oh Gott. Ich würde das Beste ausrüsten, was du hast. Wenn wir es überhaupt schaffen. Es kann auch sein, dass wir abbrechen müssen. Beste Waffe? Komm mal bitte die Waffe wechseln. Hallo. Ja, können wir. Nimm das Wächterschwert. Das ist besser gegen die. Nein, du musst doch abwarten. Genau. Das tut weh! Oh Gott. Das ist, glaube ich, fast One-Hit, weil der ein krasses. Der hat eine krasse Version von diesem Schwert. Aber du hast ein paar Feen, also selbst. Siehst du, wir werden hier ein paar Waffen verlieren, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall ein paar Waffen. Du hast auf der Macht! Mich tot. Wie hätte ich dem denn. Oh. Achso, das ist. Ja, du hättest ausweichen können, man sieht doch, wo der hin sprintet und wenn der das macht. Entweder wir verlieren ja sehr viele Waffen oder du stirbst. Wenn du stirbst, würde ich es nicht nochmal versuchen, weil das ist echt heftig. Der macht dich mit einem Hit halt tot. Du kannst halt außer du gehst halt die ganze Zeit auf Distanz und verfeuerst alle normalen Pfeile. Und viele Waffen. Ist die Frage, was jetzt wichtig ist. Ach stimmt, das kann der auch. Der kann dagegen donnern. Und dann kannst du es ausnutzen. Kannst du alle einsammeln. Hier sollte man halt da wirklich nicht hin, das ist wie gesagt vom anderen Gebiet. Oh, oh. So, jetzt musst du gucken wieder. Nicht so offensiv. Schmeiß das Schwert. Will das nicht immer das, schmeißen. Das war nicht geschmissen. Oh, das war unser nicht bestes Schwert, aber fast. So, hier. Ja, aber gegen die ist es, glaube ich, am besten. Oder gegen die Wächter, die man auch draußen findet. Ui. Bist halt dann gleich aufgeschmissen. Nicht so. Du musst schon springen, Jan. Pass auf, zurück. Und jetzt wieder Säule. Rechts. Zurück. Je öfter du gegen das Schild von ihm schlägst, desto mehr geht dein Schwert kaputt. Ja, ich weiß. Mach das ja auch nicht mehr ab. Ja, aber dann haust du noch. Warum haust du denn da noch zweimal drauf, obwohl du schon einmal gegengeschlagen hattest? Zurück, zurück! Okay. Was machst du? Ist alles gut? Zurück! Oder halt Schild. Ah, wir können es nicht schaffen. Eine defensivere Spielweise ist wie sie auch hier gut. Was macht er denn jetzt? Ja, macht jetzt Laser, da musst du aufpassen. Du musst weiter weg, weiter weg, weiter weg!
Schön defensiv bleiben. Nicht so nah dran, der holt gleich wieder seine Waffen raus, keine Sorge. Schild rausholen, schnell. Musst halt merken, was der für ein Angriffsmuster hat. Und der greift eigentlich immer gleich an. Was macht wieder, der hat seinen Laser? Mit Pfeil und Bogen angreifen? Der hört nur auf, wenn du ihn auch wirklich triffst. Du hast eben echt Glück gehabt. Oh, oh, ganz ruhig. Oh Gott, Glück. Wir haben was gekocht. Nimm das. Hört Abwehr. Ja, nimm das auf jeden Fall. Und zusätzlich noch was anderes. Vielleicht den kleinen Fleischspieß ganz am Anfang. Ah ne, der macht auch ganz viel. Äpfel. Buff, 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 buff. Sehr gut. Oh Gott, zurück. Unser bester Bogen. Oh nein. Ja. Routiniert. Jetzt würde ich ihn aber auch schnell besiegen. Die Abwehr solltest du nutzen. Mach der ist jetzt oh. Sehr defensiv. Oh, jetzt musst du ausweichen. Im richtigen Moment. Im richtigen Moment musst du das machen. Das kann man auch kontern. Wenn man das kontert, macht das richtig viel Schaden. Und der macht jetzt nur noch sowas, Jan. Halt dich, halt dich. Der macht jetzt nur noch sowas. Du musst irgendwie zu dem hin. Oder es halt mit dem Schild abwehren und zurück. Aber das könnte der Tod sein, wenn er dich trifft. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Und jetzt kriegst du richtig krasse Waffen. Ja, hoffe ich mal. Das ist krass, du wirst ja auch krasse Sachen verlangt. Schon versteckte Kisten waren hier jetzt nicht. Ja, ich habe gedacht, da vorne! Da sind zwei Sachen. Ja. Das sind die Waffen von ihm. Oh, Jan. Wächteraxt plus. Eine Wächteraxt mit gesteigerter Leistung. Es wird angenommen, dass sie nicht nur im Kampf, sondern auch zum Bahnen von Wegen in der Wildnis verwendet wurde. Ja, ich habe immer schon gesehen, dass es auch zum Beispiel... Wächterschild plus. Ein größerer und stärkerer Wächterschild. Wie er funktioniert, versteht heute niemand mehr. Seine Schutzwirkung braucht sich vom Metallschild nicht zu verstecken. Ich habe gesehen, dass es auch die Bomben... Ja, ich weiß. Ich werde gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ob es auch Bomben Plus gibt. Dass es Bomben Plus gibt. Ja, bestimmt. So. Ich hab noch, ja, Lanze. Lanze und den Abschwert. Anderen Schild. Schild. Das war doch was. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir ein gutes Item bekommen. Oder ob das jetzt wieder nur Bernstein. Es gibt immer was Gutes. Ein Ritterbogen. Diesen Bogen verwendeten die Ritter von Hyrule. Er liegt hervorragend in der Hand und ist dank des starken Metalls sehr robust. Ja, war vielleicht noch nicht für uns gedacht, aber hat sich gelohnt. Oh, schade, keine Fee. Und wenn wir diesen lilanen Pilz haben, müssen wir auf jeden Fall mal zurück zu der anderen Fee. Ja. Dann kann man nämlich unser Kopftuch verbessern. Wie viel haben wir jetzt schon wieder? Oh, das war das erste. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf den Weg nach Athenor. Ich würde sagen, wir teleportieren uns wahrscheinlich. Oder ist es besser zu laufen? Weißt du, wir wollten. Hier ging es doch um irgendwo unten lang. Da wollten wir doch eigentlich lang laufen. Nee, das war ein. Nein, nein, nein. Das war ein anderer Weg. Das führt ja nicht zu Athenor. Das ist ja nochmal woanders hin. Und wir sollten ja hier gar nicht sein eigentlich. Du musst halt aufpassen mit dem Gleiter auch.
Du kannst es zwar machen, aber wir haben halt nicht so viel Ausdauer. Oha. Wir haben... Töten? Oh nein. Ich würde hier kurz warten. Wenn du kurz wartest, bis 5 Uhr, dann gehen die, sind die wieder weg. Oh, jetzt hast du ihn aufgescheucht, jetzt kommt er. Hab ich schon. Nee, er macht noch nichts. Doch noch nicht. Oh doch, er. Du hast keinen Pfeil mehr, Jan. Ja, doch hab ich. Mach doch den Eisfall. Oh, wichtig. Schnell! Rennen! Und jetzt drauf! Sehr gut. Oha, wieder beides. Nee, beim also letzten Mal hatten wir auch Luxus. Ja, nee, ich hab eben gedacht, dass das eine, das war. Komm, nehmen wir euch nochmal mit. Die Frage ist, wenn du die mit Eis versetzt, ob dann daraus Eisschleim wird. Ich weiß es nicht. Gut, gut. Wo liegen denn doch über Bockblinzeug? Von vorhin? Man weiß es nicht. Ja, guck mal, so einen Skelettarm können wir auch nochmal mitnehmen. Warum? Da geht's auch schnell kaputt. Ja, aber wir haben gerade keine anderen Waffen. Bevor wir dann irgendwann bald gar nichts haben, kannst du ja instant wieder austauschen. Ach, bald gar nichts, das wird nicht passieren. Oha, darunter will ich. Da fehlt ein Stein. Sie fragt, ob der da in der Nähe ist. Und da unten im Wasser war ja auch noch ein Schrein, aber da kommst du nicht hin. Ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Kann ich jetzt den Dings direkt machen und wiederholen? Was? Da vorne liegt doch der Stein. Wo denn? Da rechts. Ach, da, ja, bei, da dem, rechts. Bei dem Bock-Ding. Bock. Moblin. Bockblin. Ist das ein großer? Nö, ist ein normaler. Seh's nicht. Oh. Ach, du meinst es jetzt wirklich Bock? Ja. Ein Bock-Ding. Ja, mein Gott, Bockblin kann man auch als Bock-Ding bezeichnen. Oh Gott, Jan. Bleib's hier. Ein größerer Stein. Zählt das? Das hallo? Passt. Ja, das zählt. Ja, nicht so hübsch, aber dient dem Zweck. Tschüss. Okay, wohin wollen wir uns porten? Zu dem Turm. Ja, können wir runterspringen und dann genau den Weg gehen, den man jetzt gehen sollte. Und du kannst, wenn du willst, den Detektor wieder anmachen für die Schreine. Oder wir gucken und lassen uns überraschen. Ich glaube, der ist sogar noch an. Wird ihn doch am Ende nochmal angemacht. Muss dann bing, 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 bing. Da hat man es sogar nochmal gesagt, das ist nervig, aber ich gucke nochmal nach. Das kann sein, weiß ich nicht. Er ist an. Dann... Oh, da oben auf dem Stern ist schon auch was. Ja, schön, dass du was erkennst. Schade, dass du keine 1:1 Übertragung kriegen kannst. Das ist ein Traum, der niemals in Erfüllung gehen wird. Was ich aber hoffe, dass wir jetzt nicht gleich sterben. Spring doch einfach. Lass los! Du kannst ihn nochmal aufmachen! Lass los! Ja, das war das. Okay. Ja, genau, den Weg in der Mitte. Oh Gott. Ja, sind schon mit viel krasseren Sachen als dich fertig geworden. Oh. Müsste hier aber auch nicht gleich zu 10 ankommen. Honig. Nehmen wir gleich. So, hier, ich will jetzt mal mit dem Ärmchen kämpfen. Das ist aber... arm? Nee, ärmlich? Nee. Erbärmlich. Oh mein Gott. Du kannst ihn direkt einsammeln, den Honig, glaube ich. Ja, da kann man die doch bestimmt genauso. Hä, hey, wenn man reinläuft schon.
Kampf gegen die Bienen. Im nächsten Kino. Tut gut. Oh, hier ist irgendwo einer. Und da ist wohl wer auf der Jagd. Toll, jetzt geht doch nicht zu mir. Lass bitte die Waffen liegen. Lass sie bitte liegen. Okay. Ich würde dir empfehlen, da hoch auf dem Berg zu klettern, um mal zu gucken, ob der Schrein irgendwo in der Nähe ist. Alter, da ist der Pilz, den wir brauchen. Guck dir das an. Ich seh das. Wie einfach hochgerannt. Nee, warte mal, es ist nicht der Lilan, oder? Oder doch? Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch ein oder zwei davon. Hier müssten doch noch mehr sein, oder? Leider nicht. Guck dich um. Oh, Athena schon. Da war ein Wasserfall. Ist das da? Nee. Der Richtung, aber. Hier ist doch schon auch noch irgendwo ein Krog. Jetzt sind wir schon im Ort drin. Das zählt als Athena. Das Faust ist Schwert. Ein Rüstungskarpfen. Die Schuppen dieses lebenden Fossils sind hart wie ein Panzer. Als Kochzutat stärkt er die Knochen und somit die Abwehr. Ach, der. Oh. Als ob der Schrein direkt hier drin ist. Da lag was, stopp. Verrostete Hellebarde. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass die Spitze stark beschädigt ist. Ich würde sagen, wir gehen noch in den Dungeon rein. Und dann kann man demnächst ein paar Tatieren erkunden. Was machst du? Ja, der Hammer ist doch eh bald kaputt. Dann werf doch eine von den beiden Axt weg. Wird dann so. Ist die Frage, ob man jetzt schon reinkommt in den Dungeon. Als ob man irgendwer auffällt. Warum ist das? Yama Gana schreien. Yamaganas Apparatur. Ach, das sind die Dinger. Ach, das ist cool. Da kannst du jetzt auch wieder das Murmelspiel spielen. Oh, nee. Und noch mit Link. Und die Kiste, die ist halt da. Da musst du dann mit Link reingehen, glaube ich. Leute, guck ja wie in das vergessene Land bei uns. Unbedingt. Wohin sollen wir überhaupt? Ach so, einfach nur raus da, okay. Ich will raus. Ich muss raus, bitte. Was ich mich frage, ist, ob du am Ende diese Apparatur so ein bisschen hochhalten musst. Also nicht, um den Ball darüber zu bringen, sondern dass wir als Link darüber können.
da steht bewegen, als dass man das... Nee, das ist ja Quark. Dann, was machst du denn? Mach doch mal ein bisschen nur langsamer. Kann man das auch irgendwie zurücksetzen? Nee, jetzt ist wieder kacke so. Was denn zurücksetzen? Ja, die Kalibrierung. Ich hab das Ding gerade ganz anders gehalten. Es hat überhaupt nicht mehr gestimmt. Es ist wieder wie bei Kirby. Mit dem, das wird selber in der Hand geht's easy. Aber... Du musst halt ein bisschen langsamer machen. Mach doch, du machst doch mal viel zu viel. Ich finde aber halt auch die Ansicht schwierig. Das sieht nicht so aus, als ob es jetzt nach hinten rollen sollte. Naja. Da kann man Handy habe ich sowas früher gerne gespielt. Ja, aber da hast du das Handy ja nicht geneigt, oder? Ja doch, genau das meine ich ja. Willst du auch nicht langsamer machen, oder? Nee, für mich sah das aus, als ob es jetzt langsam rollen müsste. Du hörst doch, wenn der Ball Momentum aufnimmt. Der wird doch lauter. Ich habe halt auf jeder gerade Pixelbrei einfach, aber gut. Ja, jetzt kannst du gar nicht mehr verkacken. Außer du machst da zu spät hoch oder zu früh hoch. Du musst den so hoch wippen. Ach, du doofes Dreckspiel. Also schon mal nicht. Als ob du hier so eine kurze Zündschnur hast und bei Kirby nach einer Dreiviertelstunde dich nicht so aufregst. Oh? Oh, Moment mal. Das kriegst du selbst jetzt nicht hin. Was soll denn das jetzt? Ja, du musst den weiter runterrollen lassen. Du siehst. Das ist optische Täuschung. Du denkst, der Ball wäre woanders. Du machst das falsch. Ach so, weil. Oh Mann, die haben nachgedacht. Geht das denn? Gar nicht, oder? Ja, mit Sicherheit geht das. Warum soll das denn nicht gehen? Ja, weil. Oh Gott. Warum soll das nicht gehen? Versuch das mal so zu platzieren, dass du da als Link dann gleich drüber kommst. Am ehesten noch so, oder? Ja. Oder soll ich das noch ein bisschen... Nein, 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 nein. Das ist okay, so niedriger ist besser. Dann gucken wir mal. Noch niedriger. Hatte ich ja gesagt. Ich dachte, du wolltest höher machen. Nee, nee, höher nicht. Nee, okay, gut. Dann zurückrennen. Bring dich doch nicht selbst um. Das ist doch keine Lösung. Im Spiel manchmal schon. Aber auch nur im Spiel. Ich sag nur vor ein paar Minuten, Stunden, was auch immer bei Kirby. Bring dich um, los. Ja, okay, aber das ist ja nicht ein normales Element. Das ist ja, ja, ich bring mich jetzt um, weil ich will das nochmal und ich will das 100%. Was ich mich halt frage ist, wie kommst du zurück?
Das ist doch egal, wenn ich doch sterbe und das Item hab, dann habe ich das doch. Ja, das ist absolut korrekt, aber trotzdem, das kann ja nicht vom Spiel so gewollt sein, dass man dann einfach auf dem Rückweg sagt, ja, ich töte mich jetzt. Nein, weil ich mich töten lassen muss. Vielleicht kann ich irgendwie aufs Gitter draufklettern oder so. Das kann sein. Aber ich weiß nicht. Denk nicht, dass das Spiel auch das gedacht. Oha, der okay. Ishin-Bogen, traditioneller Bogen der Shika. Wenn man. Ne, wir hatten Ishin-Speer oder so. Werf irgendwas anderes weg. Den ersten da. Auch wenn das derselbe ist. Nein, das ist nicht der erste. Warum wirfst du das bessere weg? Nimm doch das mit 10. Siehst du, wir hätten genau den schon. Brauchen wir den eigentlich nicht holen? Hallo, doch, wir müssen die Truhe aufmachen. Wir lassen die Truhe doch nicht hier. Oh. Das ist auch bei 100% und so Sachen, da muss man die Truhen öffnen. Wir haben es doch geöffnet. Ja, die Truhe war zu. Ja, du musst dich töten. Was ist das denn? Nintendo sagt, der Tod ist doch eine Lösung. Sie wollen das vermitteln, sagen tun sie es nicht. Moment mal. Was soll denn das jetzt? Oder soll ich von hier aus dann nach da hinten springen? Gute Frage. Auch das reicht doch nicht, oder doch? Hm. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, das war es auch wieder für diese Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und in der nächsten Folge werden wir Hateno erkunden und zu der Person hingehen, die der uns Impa geschickt hat. Nämlich zum Hateno-Institut, wo wir auch unseren Chica-Stein upgraden sollen. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.